Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Aufgebrauch-Video für euch und zwar für den Juni und für den Juli. Wie ihr gemerkt habt, habe ich letzten Monat keinen Aufgebrauch gemacht, da es sich absolut nicht gelohnt hat. Ich hatte nur zwei oder drei Produkte und ja, dafür lohnt sich ja natürlich kein Video zu machen. Aber diesen Monat habe ich wieder mehr zusammenbekommen und die Sachen möchte ich euch jetzt ganz gerne zeigen. Und ich fange an mit diesen Ölpflegetüchern von Babylove. So sehen die aus. Sind 80 Stück drin. Sind von DM und ja, die kaufe ich mir so ab und zu so zwischendurch mal nach, weil ich die eigentlich ganz gut finde. Dann geht es weiter mit einem Weichspüler und zwar von Kuschelweich. Und zwar die Sorte Sommerwind. Ups, sieht so aus. Wir benutzen am allerliebsten Kuschelweich und zwar alle Duftrichtungen durch die Bank weg. Hält auch sehr, sehr lange in der Wäsche und ja, können wir sehr gut. Dann habe ich wieder unseren Allzweckreiniger alle gemacht. Den hatte ich euch irgendwie irgendwann schon mal gezeigt. Das war von Ajax, also Ajax mit Turbokraft für Sauberkeit und Frische. Kein Schrubben, kein Nachwischen. Finden wir auch gut und kaufen wir immer wieder nach. Dann habe ich noch einen Allzweckreiniger leer gemacht, den habe ich für meinen Haushalt genommen. Den anderen benutze ich meistens für unseren Hausflur, weil wir ja Hauswartleute sind. Und den benutze ich für unseren Haushalt selber und zwar von Mr. Proper Jubiläumsedition Zitrone. Ja, fand ich auch sehr gut und ja, da probiere ich mich immer so aus, aber er war nicht schlecht. Dann habe ich hier einen Tee von Ja, Pfefferminz, Kräutertee, 25 Aufgussbeutel. So sieht das aus. Ja, fand ich sehr gut. Dann ist jetzt nach, weiß ich nicht wie lange, endlich leer geworden. Handlotion Dark Glamour von Balea. Schaut so aus. Ja, fand ich sehr, sehr gut und gibt es ja leider nicht mehr, sonst ja, würde ich es mir nachholen, weil ich sie eigentlich sehr gut fand. Dann habe ich ein Duschgel gemacht, Isana Man Duschgel Wild Arctic. So aus. Ja, fand ich sehr gut, aber es hat ein Duschgel, da hole ich jetzt kein bestimmtes, sondern einfach mal so durch die Bank weg. Da ist leer geworden Today Cremeseife Milch und Honig. Sieht so aus. Mit Milchprotein und Honig. Ja, fand ich sehr gut. Und würde ich mir auch wieder nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht von Glisco Hair Repair mit flüssigen Haarbaustein Öl Nutriv Express Haarspülung. Sieht so aus, fand ich sehr, sehr gut. Werde ich mir bestimmt auch irgendwann mal wieder nachholen. Aber im Moment habe ich noch so viel für die Haare und ja. Dann habe ich nochmal einen Tee leer gemacht. Grüner Tee Zitrone. Der sieht so aus. Ja, war auch sehr, sehr lecker, aber wie gesagt, ja, da probiere ich mich auch mal wieder neu aus. Da habe ich leer gemacht eine Probe von Pantene Pro V Shampoo Young Protect. Sieht so aus. Naja, konnte ich natürlich nicht zu sagen. Es ist nur eine Probe und ja. Dann habe ich mein Haaröl leer gemacht von Garnier Fructis, das Wunderöl. Da ist zwar noch was drin, aber das kommt irgendwie nicht mehr raus. Und ja, fand ich sehr, sehr gut und kaufe ich mir bestimmt auch wieder nach. Das habe ich hier. Ja, habe ich mal eine Schokolade mit reingepackt. Und zwar von Milka, Alpenmilchschokolade und Kekse. Sieht so aus. War sehr, sehr lecker und würde ich mir so zwischendurch auch mal wieder kaufen. Ich bin zwar nicht so doll der Schokoladenesser, aber mal, ja, das war ganz lecker. Da habe ich leer gemacht, so eine
Bonbons, Fruchtmix von Sula. Fand ich auch sehr gut. Dann habe ich leer gemacht von Algemarin Freshness Shower Gel. Algemarin Wellness. Die frische Dusche für den ganzen Tag. So sieht das aus. Ja, fand ich auch sehr, sehr gut. Riecht sehr gut. Ja, werde ich mir bestimmt auch mal wieder nachholen. Sind 300 Milliliter drin. Dann habe ich hier einmal Flüssigseife von Today. Aqua für empfindliche Haut. Das ist so ein Nachfüllbeutel. Sieht so aus. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Sind 500 Milliliter drin. Und ja, fand ich gut. Was hatte ich denn nämlich schon hier in das Ding reingefüllt? Weil es alle war, habe ich die da reingefüllt. Dann habe ich von, ja, Glasreiniger, 1 Liter. Sieht so aus. Ja, die kaufen wir auch immer wieder nach. Dann habe ich von Tipp Pflegedusche von meinem erfrischen feuchtigkeitsspendende Pflege. Sieht so aus. Ja, hatte ich schon mal und fand ich sehr gut. Und dann habe ich noch eine Body Milk leer gemacht. Und zwar von Pure Basics. Das gibt es bei Netto. Ja, fand ich auch sehr gut. Ist schnell eingezogen. Fand ich ganz, ganz toll. Und ja, 500 Milliliter drin. Und ist mit Mandelöl. Da kostet so um die 1,15 Euro. War das, glaube ich. Okay. Meine Tasche ist wieder mal leer. Ja. Und ja, jetzt werde ich sehen, was ich im August jetzt wieder sammeln kann. Ansonsten mache ich es halt wieder für 2 Monate. Aber ich werde sehen, dass ich jetzt alles, das, was ich jetzt noch zu Hause habe, dass ich das jetzt erstmal leer mache. Wie ihr schon mitbekommen habt, mache ich jetzt erstmal sehr, sehr wenig Holz. Weil alles das, was ich jetzt noch habe, muss erstmal jetzt leer werden. Und ja, man freut sich ja auch, wenn man erstmal die alte Sache auch mal wegbekommt. Und ja. Okay, meine Lieben, das war's mit dem Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und wann immer ihr auch das Video seht. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao!